Gewalt, einerlei, von wem sie ausgeübt wird, ist reaktionär. Dann sind wir alle bald tot. Es muss jetzt geschossen werden. Schon Ihr Vorgänger, der ehrenwerte Parteivorsitzende Bebel, hat verkündet, wenn es daran ginge, das Vaterland zu verteidigen, würde er selbst noch die Flinte auf den Buckel nehmen. Aber das hat er doch nur angesichts der Bedrohung durch den russischen Zarismus getan. Ob Zarismus oder Bolschewismus, wir müssen uns unserer Haut wehren, Herr Ebert. Die Herren, entschuldigen mein spätes Erscheinen, aber auf der Bahn herrscht totales Chaos. Ich habe von Kiel hierher allein 8 Stunden gebraucht. Nicht einmal die Fahrpläne funktionieren mehr. Armes Deutschland. Schön, dass du meinem Ruf gefolgt bist, Gustav. Fritz, wie ich die Lage sehe, ist dies ohne Gewalt nicht mehr zu machen. Wir müssen auf jeden schießen, der der Truppe vor die Flinte kommt. So ändern sich die Zeiten, General. Auf diese Stunde habe ich gewartet. Herr Kriegsminister, Herr General Lüttwitz, Herr Hauptmann Papst, meine Herren, ich stimme Ihnen zu. Die Lage ist unerträglich. Spartakus kämpft jetzt um die ganze Macht. Mit Gewalt will man uns stürzen. Gewalt kann nur mit Gewalt begegnet werden. Ich schlage vor, wir ernennen zum Oberbefehlshaber der Regierungstruppen General Lüttwitz. Die Bestellung eines Generals könnte für die Arbeiterschaft noch aufreizender wirken. Es muss einer aus unserer Partei sein. Warum machen Sie das nicht, Herr Noske? Danke, Herr General. Du solltest das machen, Gustav. Meinetwegen. Einer muss der Bluthund werden. Ich scheue die Verantwortung nicht. Die Stunde der Abrechnung naht.